Servus, wir sind hier wieder bei Blackship Sports TV. Heute stellen wir euch die Ski von Forefront vor. Ich habe mir als erstes den Aretha von Forefront gegriffen. Das ist der Damenski, den sie im Programm haben. Er hat die Maße 130 vorne, 105 unterm Fuß und 125 am Ende. Wird mit einem 25 Meter Radius auf der Kante angegeben. Nicht erschrecken, er hat eine Reverse Camber Technologie. Das bedeutet, der Kontaktpunkt des Skis ist in der Mitte des Skis, nicht wie man es von klassischen Skien kennt, vorne und hinten. Er erreicht es in 25 Meter Radius trotzdem dadurch, dass die Reflect-Tech-Technologie von Forefront eingearbeitet wurde. Das bedeutet, der Rocker und der Sidecut sind aufeinander abgestimmt und wenn man ihn auf die Kante setzt, wird er diesen 25 Meter Radius erreichen. Der Ski ist ein Ski für alles. Er hat seine Vorteile im Powder natürlich, fährt durch zerfahrene Schnee wie auf Schienen. Der einzige Nachteil, den ihr bei dem Ski vielleicht haben werdet, ist, wenn ihr viel auf Ziehwegen unterwegs seid, weil er durch diese Reverse Camber Technologie hier ein wenig unruhiger sich fahren lässt. Alles in allem ein wunderschönes Spielzeug für alle Mädels, die mal was Dickeres unter dem Fuß haben wollen. Als nächstes kommen wir zum Devastator von Forefront. Das ist quasi die Einstiegswaffe für alle Jungs, die mal anfangen wollen, ein bisschen seriöser Ski zu fahren. Der Devastator, den ich hier in der Länge von 1,84 vor mir habe, hat die Maße 136 vorne, 106 in der Mitte, 131 am Ende. Wird auch mit einem 25 Meter Radius angegeben. Gleiches Prinzip wie beim Ski davor. Wir haben den Reverse Camber. Der Kontaktpunkt liegt auch hier in der Mitte. Wir haben die Reflect-Tech-Technologie, das bedeutet, der Ski auf der Kante bekommt diesen 25 Meter Radius hin. Das ist der Einstiegsski von Forefront ins Thema Powder. Mit dem kannst du auch wirklich alles fahren, was du willst. Du kommst überall souverän runter, er schwimmt leicht auf. Auch hier wieder leichte Defizite auf der Piste, auf der vereisten Piste. Jetzt kommen wir langsam in den interessanten Bereich von Forefront. Hier handelt es sich um den Forefront Hoji. Das ist das erste Pro, das ist eines der zwei Pro-Models, die wir von Forefront im Portfolio haben. Er entsprang ursprünglich dem Forefront Renegade, zu dem wir gleich noch kommen werden. Wir haben hier die Maße 130 vorne, 112 unterm Fuß, 121 am Ende. 31 Meter Radius. Die Bauweise und die Reflect-Tech-Technologie ist wie bei den beiden vorher vorgestellten Schienen auch vorhanden. Es ist ursprünglich dafür gedacht worden, dass der Ski zum Freetouring einladen soll. Wir empfehlen den Ski bei Hikes von 2 bis 3 Stunden, da er vom Gewicht noch nicht ganz in den Touring-Bereich reinpasst. Vom Fahrverhalten ist sehr, sehr, sehr spielerisch. Fährt auch wie alle anderen Forefront-Ski durch den massiven Holzkern, durch alles durch, über alles hinweg. Auf Eis hat er auch wieder seine leichten Schwächen, seine leichten Schwächen. Alles in allem ein Ski, der die ganze Saison Spaß macht, der auch mal für den einen oder anderen Tree-Run sich begeistern lässt. Zum Schluss kommen wir zu der wirklichen Waffe von Forefront. Das ist der Forefront Renegade. Bei diesem Ski bekommt der Begriff Handmade eine ganz neue Dimension. Er wird von Forefront im White Room in Salt Lake City von Hand gearbeitet. Jeder dieser Ski erhält eine Geburtsurkunde, wo der Bauer ihn mit einer Unterschrift versägt. Wir haben bei diesem Ski die Maße 135, 122, 129. Er wird mit einem Radius von 35 Metern angegeben. Das seht ihr schon, es ist eher der Ski, der gerade gefahren werden will. Wir haben ihn in einer Länge von 1,86. Laut unseren Testern, die wir damit losgeschickt haben, ist er in dieser Länge sehr, sehr, sehr spielerisch. Ist auch für Tree-Runs trotz der Breite und des harten Flexes sehr, sehr gut zu haben. In der längeren Länge würden wir ihn eher für die Straightline irgendwo steil runter empfehlen. Er fühlt sich am wohlsten in weichem, fluffigem Powder. Bei allem anderen müsst ihr dem Ski eine klare Anweisung geben, sonst macht der Ski mit euch, was er will und er macht nicht, was ihr wollt. Alles in allem
eine absolute Waffe, richtiges Sportgerät, aber es macht Spaß, wenn ihr es könnt. Bis bald.